Wir sind heute bei Jessics Spiel. Union Berlin gegen Greuther Fürth. Freitagabend, ausverkauftes Haus, Bundesliga. Wir gehen das Spiel von unserem Bro Jessic zuschauen. Marlon hat mich gerade abgeholt. Und mein nächster Stadion-Vlog, Leute. Boff. Ich hoffe, der wird so wie der letzte. Ich nehme euch mit. Wird, glaube ich, sehr geil, weil Union hat wirklich geile Fans. Sehr gespannt. Bis später, Leute. Und jetzt noch ganz kurz was essen, bevor wir zum Spiel gehen. Der junge Mann hat Training gehabt. Jetzt sind wir beste Pasta in Berlin. Momo Karim. Jetzt nicht einfach mal schämen, einfach mal, ja. Hier, merkt euch diesen Laden. Ristorante Rapallo, Hallensee. Wer sich nicht benimmt, Hallensee, Hausverbot. Jetzt gehen wir dort rein. Stark. So, Marlon hat sich Penne mit Rinderfiletspitzen bestellt, einen kleinen Salat und ein Wasser. ich habe mir nichts bestellt, weil ich am Fasten bin, wie ihr wisst. Und Essensbewertung, wollen wir Essensbewertung machen danach? Können wir machen. Machen wir. Aber sowieso super lang. Vorspeise. Ein kleiner Salat. Klein. Ein kleiner Salat. Sieht aber starch aus. Starch. Sag deiner, Baby. Hapak. Gib mir meine verdammten Rinderfiletspitzen. Sehen super aus. Käse. Brot. Bin ich mal gespannt. Salat schneller aufgegessen als weiß ich nicht was. Storch. Schon mal Bewertung. Normalerweise esse ich Salat mit Balsamico und Öl. Habe ich jetzt vergessen zu sagen. Und das Wichtigste in meinem Salat ist das Dressing. Aber ich muss sagen, das war trotzdem super. Habe ich inhaliert deswegen. Ist halt so. Storch. Machst du wirklich ja, Leute. Klasse. Es gab kein zu viel Käse. Also, die Rinderfiletspitzen waren unglaublich. Ich glaube, kann man auch unschwer erkennen. Diese Sahnesoße war so ein bisschen so mit Öl und so, so geil gemacht. Weiß nicht, ob es besser als Käfi sind. Käfi auch super, muss man ehrlich sagen. Käfi auch super, aber die waren echt, echt krass. Okay. Nudeln schön al dente, Champignons, nicht zu durch das Fleisch, nicht zäh. Das ist Bravo, immer Medium. Medium, es darf nicht so sein, dass man kaut und wie Kaugummi. Stark. Ja, das war super. Stark. Da hört man aber auch einen Kenner raus, muss ich sagen. Das hört man. Ja. Overall, alles zusammen. Was würdest du dem Mann geben? Du weißt ja, dass wir sowieso schon den Laden kennen. Ja, nochmal. Also ich bin jetzt zum ersten Mal bei dem, aber das, was ich gegessen habe, ist safe 8,5 von 10. Super. 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 Also vor allem die Teile hier. Salat ist ja so, kann man nicht viel falsch machen. Stark. Aber das ist hier super. Und jetzt ab ins Stadion, sagst du? Ich schwöre dir, Jesse. Mach ein Tor, hast du verstanden? Yes. Sydney, guck nicht so blöde, wenn ich ein T-Shirt anhabe. Guck nicht so blöde. Ja, hab ich. Und? Passt es dir nicht? Pech gehabt. Schwör's dir. Jack. Yes. Super, super T-Shirt. Willkommen zu Hansom. In den Chatten mit dir nach London. Bin gesegnet, weil ich dich kenn. Besser, the bad producer. Rüppel mich durch so wie Kingsley Command. Mach die Tore wie Jessica Kamm. Echt die Fläche, Chore wie Kamm. Yes! Rüppel mich durch so wie Kingsley Command. Wir haben jetzt extra ein bisschen weiter weggeparkt. Wir sind rechtzeitig aber da. Wir müssen jetzt noch ein bisschen laufen. Was sagt Marian? Laufen? Ja. 15 oder so. Ist in Ordnung. Leider habe ich noch kein Trikot von Jessic bekommen. Jessic, peinlich. Maybe heute. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Wir haben jetzt hier gerade einen Union-Fan getroffen. Ich würde Sie gerne mal fragen, was denken Sie, wie geht das Spiel heute aus? Ja, die spielen ja um die Champions League-Plätze noch, ne? Union? Ja, oder? Europa League. Mindestens. Europa League. Sagen wir mal Europa League. Predictions, also Ergebnis? Ja, ich sag mal so 3-0. Oh, und wer macht die Tore? Ha? Wer macht die Tore? Ja, bei Union kann jeder Tore schießen. Okay. Aber kennen Sie auch Jessic Ngankamp? Nee, noch nicht. Sagt ihr noch nichts? Okay, der spielt nämlich bei Greuther Fürth. Ja. Das ist unser Kollege. Ja. Aber wir sind neutral heute. Ja. Wir freuen uns. Ja. Alles klar, auf also, ein gutes Spiel. Aber Union, Fürth sollte sich heute mal überlegen,
wem sie die Champions League gönnen. Ich sage aber Europa League. Ja? Gewinnt lieber euer letztes Heimspiel. Stark. Als heute ein Auswärtsspiel. Stark. Wir haben jetzt den nächsten Union-Fan getroffen. Was sagst du, wie wird das Spiel heute ausgehen? Das Spiel wird, glaube ich, ein knackiges 3-1 für Union. 3-1. Wer macht die Tore? Aboni macht auf jeden Fall eins. Stark. Becker macht zwei Vorlagen, sage ich. Okay. Und ansonsten die Auswechselspieler Vogelsammer und Behrens. Aber eine Frage, kennst du auch Jessica Gangkamp? Nee. Der spielt bei Greuther Fürth, okay, im Sturm. Kenn ich nicht. Noch nie was gehört? Noch nie gehört. Okay, maybe kommt es dann vielleicht heute noch. Vielleicht macht er ein Törchen. Das eine Tor. Das ein, ja. Dankeschön. Jo. Wir haben uns leider total überschätzt. Wir sind jetzt schon gefühlt seit 15 Minuten am Laufen. Aber vorne sehe ich das Challenge schon auf jeden Fall. Ganz kurz, Predictions fürs Spiel, Marlon. Also ich sage 1-1, X und natürlich... Mein Tipp auch, genau gleich. Macht's Sinn. Mein Tipp auch, natürlich, wird sehr, sehr schwierig, weil Union spielt noch um die europäischen Plätze. Aber wir hoffen, dass Fürth was mitnehmen kann. Und dass natürlich Jessica im Gangkampf ins Tor macht, ich schwör's dir. Mach den verdammten Milo-Dance. Wir sind jetzt am Stadion angekommen. Wir haben keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Sieht sehr, sehr, sehr voll aus. Okay? Sind wir richtig, oder? Okay, wir sind richtig, das ist schon mal stark. Wir sitzen bei A1. Sektor 1, A1. Schlange? Schwer! Oh, sorry. Eisern Union! Guck mal her. Im Gang kam. Natürlich spielt er. Aber Union auch. Starke Aufstellung. Offensiv. Ach, wird schwer. Wird eine harte Nuss, aber wir sind zuversichtlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Tickets Gültigkeit haben. Nee. Einmal zurück. Oh, nö. Nee, oder? Aber können wir dann nach vorne wieder kommen? Wir was? Wohnen extra. Och, nö, oder? Ja. Steht so drin, wenn ihr. Schwer. Wurden gerade weggeschickt. Ich schwör's dir. Jetzt kommt unser Bro. Yes, Alter. Ist halt auch mal so ein Korb, wa? Yes. Zeig mal unseren Bro. Jetzt bin ich mal gespannt. Ausdrucken? Ja. Den müsst ihr doch ausdrucken. Nee, oder? Ja. Okay. Da drüben, oder was? Ja, in dem Hall. Meinung dazu, Maler? Okay. Quatschig. Was denk mal. Marketing? Mal einfach mal Marketing. Ja, voll geil, aber. Einfach mal bei Präsidium klingeln. War da wie eine 1. Ist halt auch mal so, sorry. Wir wollen die Tickets haben. Hallo, schönen guten Tag. Und zwar wurde uns gesagt, dass wir unsere Tickets hier ausdrucken müssen. Geht das hier bei Ihnen? Ja, gehen Sie einmal kurz um und dann noch Eingang. Ah, alles klar, danke. Ja, schönen Tag noch. Problem ist gefixt. Also, ich dachte auch, wir leben im 21. Jahrhundert, ja, dass man mit einem Handy und einem Code da reinkommt. Aber wir mussten jetzt wirklich, zeig mal ganz kurz, die Tickets extra ausdrucken. Und ich schwöre dir, Jessic, gib denen einfach die Antwort. Storch? Yes, ja, kommen wir hier wieder so an, haben wir so unsere Tickets ausgedruckt. Auf einmal Schlange leer. Auf einmal schon mal Korb, wa? Ich schwöre dir, wenn wir sagen, wir stellen sich an, dann schämen wir uns nicht auf die Verstände. Einmal knüpft er deine Jacke auf und macht auf einmal... Haben sie dich reingelassen, ja? Weiß ich nicht. Schwester, ich habe keine Ahnung, da. Ja, macht hier alles, ne? Ja. Oder Jessica in Gang kommt. Hallo, yes. Oder Jessica. Geil. Sieh doch mal deine Jacke ganz aus. Es ist bestimmt nicht ganz leicht. Greuther Fürth ist sehr traditionsreiche deutsche Fußballstadt. Wir alle würden gucken. Yes! Jessica, komm, komm! Und damit kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unserer Gäste. Trainer Uwe Barock! Aufs Feld. Im Tor Nummer 26, Andreas Linde. Mit der Nummer 2 die nächste Saison bei uns sind. Auch er ist heute Abend im Stadion. Herzlich willkommen, Paul Seguin.
Und damit kommen wir zu den Schiedsrichtern der heutigen Begegnung. Die Partie wird geleitet von Konsequenz. Ja, sehr, sehr gut, gut. Bravo. Marigo! Wenn ich zusammengeschlagen werde, ist deine Schuld. Yes! Jessica, komm! Ja, sorry. Ist halt so, sorry. Also ich muss wirklich sagen, richtig geile Hütte. Stadion komplett voll. Stimmung ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Wirklich geil. Wirklich geil. 14, Taipo Avonie. Und Nummer 21 ist Grisha Träume. Nee, oder? Stehen Sie alle auf? Nee, oder? Muss auch aufstehen. Sorry. Es war in den goldenen 20ern, so erzählt die Legende, als in Zeiten eines ungleichen Kampfes ein Schlachtruf ertönte. Ein Schlachtruf. So, Sonne ist untergegangen, mein Bro hat den ganzen Tag gefastet, jetzt Fasten brechen, Allah Kabulatzi. Also Union macht wirklich gut Druck, pressen ganz oben, ganz vorne. Kräuter Fürth kommt gerade nicht so wirklich raus. Machen sie echt gut, muss ich sagen. Minute, erste riesen Chance für Kräuter Fürth. Jessica hat leider den Ball nicht getroffen. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Halbzeit, 0-1, super Tor.
Aber von Union kommt echt wenig. Oder? Mein Iftar. Trockenes Brötchen mit Sprite. Alhamdulillah. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von Union. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Weil die können auch die internationalen Plätze erreichen. Dafür ist es mir echt ein bisschen zu wenig. No front, aber nicht mal unverdient, dass Kräuter Fürth hier führt. Traumtor. Oder? So, Elster, ja, muss ich euch sagen. Wir sind ready für die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Ich wüsste dir, Alter. Guck nicht so blöde von der Seite. Geh, Jessic. Halt dran, Jessic. Körper. Gut. Bravo. Gut so, Jessic. Abouni und Geraldo Becker absolut im Griff. Also da kommt wirklich gar nichts. Stand jetzt. Stand jetzt. Ich will kein Auge machen. Gut, Jessic. Bravo. Wieder so ein Kacktor und Jessica noch raus. So ein Scheiß, Alter, ehrlich. Oder was war das schon wieder für ein Scheiß? Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Bruder, das zweite Spiel hintereinander, ein riesen Bock. Einfach mal wieder ein Tor geschenkt. Es regt mich so auf. Du ackerst 70 Minuten hoch und runter, gehst in jeden Zweikampf rein und machst dann so einen scheiß Fehler. Das ärgert mich so sehr. Oder? Die hat nicht mal eine Chance. Union hat nichts gemacht, ohne Witz. Und ich bin neutral, ne? Und dann so ein Kacktor, ey. Jessic leider in der 75. Minute raus. Hat gut geackert, unser Pro. Leider ein bisschen unglücklich, aber ist in Ordnung. War lange verletzt gewesen. Ist vollkommen okay. Ja, ärgert mich immer noch übertrieben. So ein Mist-Tor, ehrlich. Walk of Shame. Alle Auswechselspieler wurden eingewechselt. Das ist der berühmte. Sorry, Prost. Der Gang zur Auswechselbank. Sorry, Prost. Heute wird's nicht mehr. Nee, oder? Das wär's jetzt noch, ehrlich. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn jetzt los hier, Mensch? Werde ich hier von hinter mir hochgezogen. Geil! Yes! Hier, ich bedanke mich bei den Fans, ich schwör's dir. Arsch! Du schwörst den Kopf, oder? Toster! Ja.
So Leute, wir sind jetzt aus dem Stadion raus, Marlon. Prediction richtig. Zweite Mal in Folge. Da, genau das ist es halt. So, das Spiel ist vorbei. Ich bin jetzt noch schnell was essen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Wie ihr wisst, habe ich gefastet. Fazit zum Spiel. War jetzt nicht so ein krasses Spiel wie in Belgien, wie bei Jordan. Aber so ist Fußball. Es kann nicht jedes Spiel so sein. Das Schönste war einfach, Jessic spielen zu sehen. Wenn ein Freund von dir einfach das so weit geschafft hat, dann ist man auch irgendwo stolz und einfach... Es ist einfach ein schönes Gefühl, so für einen Bruder, so für einen Freund. Und ja, alles in allem war es trotzdem ein geiles Spiel, geile Fans. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.